auf in Ramanas Park, hier in Leuchtende Perle. Oder halt Amanasu Park, wie man es nennen möchte. Oh, sieht doch ganz schön aus. Hat doch schöne Musik. Du bist gewiss auch ein ziemlich starker Trainer, sonst hätte dich die Hamanasu-Rosen hier sicher nicht hergeführt. Das sind also die Hamanasu-Rosen, die Ramana-Rosen. Schön, schön, die sind überall Höhlen. Wo führt denn das ja alles hin? Zu mehr Höhlen? Ich glaube schon. Hä? Oder nicht? Das ist ein sehr interessanter Park. Okay, da kann man einfach rüber. Okay, ja doch. Kann man surfen, hier sind noch mehr komische Höhlen. Eieiei, das wird ein bisschen dauern, bis wir den ganzen Park durch haben. Aber das ist unser nächster Ziel. Gehen wir einfach hier direkt rein. Weisungskammer. Ha? Da sind drei Grabsteine, wie es aussieht. Sieht irgendwie aus wie so ein Friedhof. Und in der Mitte fehlt irgendwas. Da steht ein rätselhafter Sockel. Es scheint, als könnte man hier eine Platte einsetzen. Werden wir die zu Leben erwecken, diese drei Grabsteine? Finden wir es heraus. Und zwar, um die zu erwecken, kann man nämlich hier vorne bei der Dame, das habe ich schon gezeigt, glaube ich, aber ich zeige es nochmal. Hier bei der Dame kann man vorne durch Enigma-Fragmente diese Cartridges bekommen. Das finde ich richtig cool, dass es so Cartridges gibt im Spiel. Ja, ihr seht schon, ich habe offscreen sehr viel gesammelt, denn die sind ziemlich schwierig zu finden. Die kriegt man nämlich nur im Untergrund. Und zwar am besten, wenn man 40 Dictas oder Dictries gefunden hat, dann ist diese Leiste ganz voll und dann hat man sehr hohe Wahrscheinlichkeiten auf seltene Items. Wie zum Beispiel Enigma-Fragmente, denn die gehören zu den seltenen Items. Genau. Und ich habe genug, um alle zu holen. Ich habe nämlich geguckt, wie viele es gibt. Also ist eigentlich ziemlich egal, ob man drei kleine einsetzt oder einen großen. Ich finde übrigens, die sehen beide ziemlich cool aus. Ja, das ist beides die gleiche Platte, kann man sich nur entscheiden, wie man es kaufen will. Ich kaufe dafür drei kleine, die Weisungsplatte. Genau. Hier bitte sehr. Anscheinend kann man sie nochmal kaufen. Ich hoffe nicht, dass ich mehr als eine brauche. Hoffentlich nicht. Eine Platte, die vor rätselhafter Energie strotzt. Man kann eine starke Verbindung zwischen ihr und der Weisungskammer im Hamanasu-Park spüren. Ja, da steht überall, für welche Kammer die Dinger sind. Genau, und ich werde nochmal kurz abspeichern, weil ich mir ein bisschen unsicher bin. Nicht, dass ich irgendwas verkacke. Denn wir fangen heute ein paar Pokémon. Dafür ist dieser Ort da, um seltene Pokémon zu fangen. Sind aber ziemlich teuer, denn diese Steine sind sehr selten. Die kleinen Steine brauchst du drei von. Aber wenn du Glück hast und einen großen findest, dann reicht nur einer. Das ist ziemlich nice. Ja. Packen wir die Weisungsplatte rein, die Game Boy Advance Cartridge. Und nochmal kurz abgesagt, dass Diamant und Perl beide verschiedene Cartridges haben. Also so zwei, drei Cartridges sind anders. Dazu komme ich aber noch später. Die Weisungsplatte passt perfekt. Der Sockel beginnt zu leuchten. Und auf einmal lebt alles. Makelloser Ort. Ich komme nicht mehr weg. Ich muss es jetzt fangen. Na gut. Oh, neue Musik. Das ist Registeel. Hey, das ist ja neue Musik. Hört sich cool an. Aber ich habe das dieses eine Regi-Theme erwartet. Aber das kriege ich hier wohl nicht. Ja, Registeel ist ein Stahl-Pokémon, deshalb Pflanze sollte nicht sehr effektiv sein. Ich möchte da nicht killen. Ich möchte da fangen. Die Musik ist echt episch. Ich mag es. Das war Knirscher eigentlich. Ich hoffe, das ist nicht zu stark. Das ist ein richtig cooles Theme. Es geht voll ab. Aber ich finde es ja interessant, dass man setzt so eine Gameboy-Cartridge rein und dann leben die ganzen Legis wieder. Das finde ich richtig cool gemacht. Also bisher ein Like für mich, von mir, für dieses Ramana Park. Oh, nicht killen, nicht killen. Ich setze die ganze Zeit nur Ramboss ein. Weiß nicht warum, das macht irgendwie kaum Damage, aber naja, egal. Ah, ich habe vergessen, ich kann da die Flottbälle benutzen. Ich habe gar nicht eingekauft. Na gut, die sollten aber trotzdem reichen.
Egal, habe ich jetzt vergessen. Werfen wir einfach die Hyperbälle. Mehr habe ich nämlich nicht. Hoffen, dass sie ausreichen. Also zweimal wackeln auf jeden Fall schon. Knapp. Dreimal gewackelt. Ah, das war richtig knapp. Richtig close. Ich meine aber, ich mache das auch gleich beim nächsten. Ich meine, wenn man den DS-Sound anmacht, dann ist es das originale Game Boy Advance-Theme. Ich glaube schon, wir werden es aber gleich herausfinden. Weil ihr habt ja schon drei Grabstätte gesehen. Da gibt es mehr als nur dieses eine Registeel, das ist ein Trio. Die anderen beiden werden wir auch noch gleich sehen. Ich will aber echt nicht drin bleiben, ne? Zielschuss. Oh, geile Animation. Okay, das heißt, es trifft mich jetzt immer hundertprozentig. Das ist mir egal. Aber bitte sagt mir nicht, ich brauche dreimal die gleiche Cartridge. Das wäre echt lame. Weil die sind teuer. Ein Registeel! Gefangen. Man kann sie theoretisch auch shiny handeln, wenn man Bock hat, aber ich mache das jetzt nicht. Außerdem ist das hier ein guter Ort zum Leveln. Deshalb nutze ich das aus. Registeel, sein metallener Körper, der über Jahrtausende durch unterirdischen Druck gestärkt wurde, ist nahezu kratzfest. Ja, das wünsche ich mir bei meiner Switch. Ja, Registeel. Wenn man das im Wilden sehen sollte in der Nuzlocke, dann renn weg, sonst macht's boom, 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 boom. Und das will man sicher nicht. Oh, coole Statue. Nein. Man muss wirklich dreimal eins sind. Oh, nee. Ich dachte, ich hätte vorgesorgt, weil es hat wirklich lange gedauert, alles so auszugraben. Und nein, man braucht pro Legi. Pro Legi ein Sockel. Ich habe definitiv nicht genug. Oh Gott. Ich habe nur 10. Und anscheinend gibt es ja sehr, sehr viele Höhlen mit Dreier-Legis drinne. Und oh Gott, ey, das gibt's doch nicht. Dann ist das wohl so. Dann müssen wir neu kaufen gehen. Ja, wie gesagt, ihr könnt die Shiny handeln, wenn ihr Bock habt. Ich meine, dass die nicht Shiny Locked werden, aber müsst ihr entscheiden. Ich mach's nicht. Unfassbar! Du hast ein beeindruckendes Pokémon gefangen. Ich habe hier eine Statue für dich, die ihm wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Oh, Registeel-Statue. Wahrscheinlich für den Untergrund, aber weiß nicht. Was eine seltene Statue, in deren Besitz man nur im Hamanasu-Park gelangen kann. Dekoriere doch deine Geheimbasis in den Untergrundhöhlen damit. Nee, danke, kein Bock. Ja, schätze, ich muss mir dann wohl noch eine Weisungsplatte kaufen. Warte, bevor ich es mache, speichere ich ab. Ja, das ist echt Betrug hier. Das ist Wucher. Das ist echt Wucher. So ein simples Legi, so viel auszugeben. Hier, eine. Zack. Ich hoffe, die kann man auch gleich dann nicht mehr kaufen, weil das wäre voll dumm, wenn man sich die immer noch kaufen könnte. Obwohl du eigentlich schon alle Legis mit dieser Platte geholt hast. Ja, mit der Weisungsplatte können wir hier noch die anderen beiden holen. Das machen wir jetzt auch schnell. Zack. Pack die Game Boy Advance Cartridge rein. Und als nächstes holen wir uns Regice. Makelloser Ort. Ja. Regice. Wie man es auch immer nennen möchte. Oh, jetzt habe ich den Retro-Player vergessen. Egal. Machen wir beim dritten. Machen wir beim dritten. Ja, Regice ist leider sehr effektiv gegen uns. Deshalb weiß ich nicht, wie ich den jetzt angehen werde. Ich hätte einfach auch Knirscher-Spam. Oh, jetzt habe ich wieder den Flugball vergessen. Mist. Schon wieder vergessen. Blitzkanone macht doch keinen Damage. Bist du irgendwie Palapala? Ich meine, okay, wenn man so lange in einem Grab schläft, ne, kann ich schon verstehen, dass man Palapala wird. Na gut. Kann passieren. Die Musik ist cool. Aber ganz ehrlich, die hätten doch einfach die originalen Songs reinpacken können, so wie in Oras, und es hätte niemand irgendwie geheult. Aber ich finde trotzdem cool, dass sie es gemacht haben. Trotzdem cool. Genauso cool wie das Regice. Das macht die ganze Zeit Attacken, die keinen Damage machen. Denn ich bin Typ Boden. Schon vergessen. Anscheinend hat das schon vergessen.
Es will einfach nicht drin bleiben. Bom. Warum können die denn alle Zielschuss? Wollen mich alle treffen? Warum auch immer. Hoffentlich nicht im Real Life treffen, das wäre awkward. Definitiv. Schmeiß die Hyperbälle, bis es drin bleibt! Und es bleibt drin! Ja, das merkt man eigentlich schon, wenn es bei dem dritten Wackeln nichts passiert, dann wird es auf jeden Fall drin bleiben, weil normalerweise geht er sofort raus nach dem dritten Wackeln. Das Pokémon. Nice, welches haben wir auch? Sein Körper besteht aus eiszeitlichem Eis. Das kontrolliert bis zu minus 200 Grad Celsius kalte Luft. Boah, den will ich nicht anfassen. Aber in die PC-Box für immer. Die fasse ich nicht an. Oh yeah. Jetzt haben wir die DS-Sounds. Eine fehlt es noch. Coole Retro-Musik. Oh, ja, ja, der lag jetzt nur wieder. Hi, hier. Vegi-Statue. Das skippe ich jetzt alles. Das ist langweilig. Genau, holen wir uns auch noch die Weisungsplatte Nummer 3. Jetzt kann man sie immer noch kaufen. Das ist ja voll Verschwendung. Weil ich bin mir sehr sicher, dass man das Pokémon nicht nochmal fangen kann. Nicht so oft, wie man will. Das wäre mega krass. Nee. Das wird definitiv nicht funktionieren. Zack, letzte Platte rein. Holen wir uns auch das letzte von den dreien. Regis. Und zwar Regirock. Rock. Oh, die Musik. Oh. Das ist nicht das Regi-Theme. Dann Standard, das ist einfach standardmäßig auf dem, auf das normale Gen 4 Regi-Theme. Das ist sehr langweilig. Das ist total enttäuschend und langweilig. Leider bin ich mit allem außer Knirscher sehr effektiv. Und ich habe wieder den Plotzball vergessen. Ich verstehe es nicht. Wieso kann ich den immer vergessen? Oh Mann. Oh Mann, das ist mies. Egal. Egal. Dann habe ich nichts vergessen. In der Sitzung. Flopper hat nur in der ersten Runde am meisten Wirkung. Danach ist es nicht mehr so gut. Also klar kann man in Runde 2 den auch noch werfen, aber es macht halt nicht so viel Sinn mehr. Steinkante. Nö. Shelterra sagt Nope. Und ich sag Hyperball. Der hört jetzt auch mal das Retro-Legi-Film, die dies hören möchten. Ach, schade. Beinahe geklappt. Es hat beinahe geklappt. Und ich bin nicht down. Noch nicht. Macht zu wenig Damage zum Glück. Ja, ich muss ehrlich sagen, das Gen 4 Legi-Theme und jetzt auch das DS, die DS-Version davon, ich finde die ziemlich langweilig. Also es gibt viel bessere Legi-Themes in anderen Spielen. Und schalt der Rest down. Ist aber nicht schlimm. Ganz und gar nicht. Na gut. Ich habe halt nichts Perfektes für das Viech, ne? Ich schätze, ich kann mit Biss weiter angreifen. Ah ne, ich muss ja gar nicht mehr angreifen. Ich kann es jetzt einfach fangen. Es ist ja schon runter, soweit wie möglich. Ja doch, eigentlich schon. Ja. Tails sollte es eigentlich lang genug aushalten, bis ich es habe. Hoffentlich. Regirock arbeitet überhaupt nicht mit. Ich kann übrigens sagen, dass die Shinies von Regirock und Registeel richtig cool aussehen. Über Regi-Eyes reden wir nicht. Also, ich wünsche euch hier auf jeden Fall viel Erfolg für die Leute, die hier Shiny hunten wollen. Ansonsten einfach fangen, lohnt sich auch, so wie ich. Man muss ja auch nicht alles Besondere Shiny hunten. So bei den Mythicals wollte ich es halt gerne machen, weil man die sonst niemals wieder Shiny hunten kann. Und ich meine, Legis kannst du halt immer Shiny hunten. Später das Spiel nochmal durch, dann bist du wieder da. Aber bei so einem Event-Pokémon, da will ich die Chance nutzen. Das ist auch mal gesagt. Und Regirock ist in meiner Flow-Session. Okay. Jetzt muss ich nur noch kurz heilen gehen. Sein Körper besteht aus Felsgestein. Bricht im Kampf ein Stück ab, heilt es sich, indem es andere Steine an die Bruststelle heftet. Cool. In die PC-Box.
Und somit haben wir die Weisungshöhle vollständig abgeschlossen. Alle drei Regis gefangen. Sie leben nun wieder. Und diesmal bleibt die Cartridge drin. Das heißt, selbst wenn man sich noch eine Cartridge holen könnte oder habt, vielleicht hat man sich ja aus Versehen noch eine geholt. Tja, Pech, die hast du jetzt für immer. Plus, ich glaube, man kann das trotzdem immer noch kaufen. Kann das sein? Ja, ja, blablabla. Alten Retro-Sound, warte, ich mach die kurz aus. Moment, wie geht das? Man kann sich tatsächlich nochmal kaufen. Das ist blöd. Das passt auf jeden Fall drauf auf. Kanto-Platten gibt es jetzt. Also eine Gameboy, ich glaube eine normale Gameboy-Cartridge. Da hat er so eine Ecke weg. Ich glaube, das ist eine normale Gameboy-Cartridge. Dann nochmal eine Gameboy Advance Cartridge, aber diesmal ist es eine Gefühlsplatte. Warum auch immer. Und eine Zerrplatte, die aussieht wie ein DS-Spiel. Genau, ein DS-Spiel ist das. Ja, dann holen wir uns auch erstmal die Kanto-Platte. Ich weiß noch nicht, wie viele ich davon baue, deshalb hole ich erstmal eine. Genau. Passt. Jo. Und kann ich irgendwo heilen? Ich würde gerne meine Blume nicht geheilt. Das fixen wir kurz. Okay, jetzt bin ich fertig. Schön geheilt. Auf zur nächsten Höhle. Weiß nicht, wo die ist. Vielleicht ist es ja die hier. Die Kanto-Höhle suchen wir jetzt. Das ist die Gefühlskammer. Hier gibt es zwei Pokémon nur. Also zweimal nur die Gefühls-Cartridge kaufen. Okay. Alles klar. Ich frage mich aber wirklich, warum überhaupt die überall die Legis wohnen in diesem Park. Wie kommt das zustande? Das frage ich mich wirklich. Ist hier die Kanto? Ja, die Kanto-Kammer. Oh, mal wieder drei. Eieiei, ich werde noch pleite. Also, ich werde die Folge sowieso in zwei oder drei teilen, damit ich überhaupt alles hier schaffe. Aber, oh Gott, das wird lange dauern, bis ich alles habe. Naja, fangen wir schon mal an mit dem ersten. Packen wir die Gameboy-Cartridge rein. Zack. Und wer kommt? Lavados. Ich kann euch hier schon sagen, dass ihr nur in Perl die Kanto-Cartridges bekommt. Denn in Diamant kriegt ihr stattdessen die Johto-Cartridges. Und bei Johto kriegt ihr dann Entei, Raikou und Suicune. Und hier kriegt man halt in Perle die drei Vögel. Angefangen mit Lavados. Und auch ein neues Theme. Ist aber nicht das gleiche von vorhin, oder? Shinies von diesen Pokémon sind übrigens auch ganz cool. Wir reden aber nicht über Zapdos. Aber die anderen beiden sind schon ganz cool. Bin mir gerade nicht sicher, ob es das gleiche wie vorher ist. Aber es ist auf jeden Fall ein cooles Theme. Ja, ich glaube, es killt mich jetzt One-Hit, oder? Knapp. Ich glaube, ich switch raus. Und ich habe... Ja, Mann, wie kann ich denn wieder den Flottball vergessen haben? Ich habe mir gerade eingeredet, diesmal vergisst du den nicht. Ich komme einfach nicht drauf. Ich komme einfach nie drauf. Doch, ich glaube, es ist das gleiche Theme wie gerade. Was ja auch nicht schlimm ist. Das ist ja ein cooles Theme, neues. Ja, komm, Flammenkörper ist jetzt nicht so schlimm. Tricky hat die gleiche Fähigkeit. Boah, Kahn. Oh, oh. Alter, wie viel Damage sowas macht. Das waren Crits. Eieiei. Geht ja jetzt. Letzten Blow und dann. Das macht so wenig Damage. Warum? Ja, ich bin down. Aber warum hat das jetzt so wenig Damage gemacht? Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Ja, das bringt ja rein gar nichts, Tails. Das verlängert nur alles. Und das auch noch. Wow. Ja, du bist down. Du verbrennst. Oh. Okay. Cool. Ich bin mal so... Nee, bin ich nicht. Bleib einfach ran. Wehe. Junge, wie unnötig hast du mir jetzt bitte meine Zeit verschwendet, Tails? Das war total unnötig. Mein Gott, was war das denn? Was passiert eigentlich, wenn man flieht? Muss man nochmal die Cartridge kaufen? Ist ja voll dumm.
keine Ahnung, ey. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich schätze, Trugschlag kann ich mit Scorpio spammen. Aber es ist wahrscheinlich sehr effektiv auf mich, das Lavados. Das ist mein Problem. Trotzdem setze ich mal Trugschlag ein. Ich krieg's nicht mal in den roten Bereich. Oh, aber es trifft nicht. Es trifft nicht. Sehr gut. Ihr wisst ja noch, was Trugschlag macht. Damit kann das Pokémon, das generische Pokémon, nie down gehen. Oh, Himmelsfeger. Die Signature-Attacke von Lavados, glaube ich. Und ja, in der nächsten Runde wird das dann übertrieben viel Damage machen. Also One-Hit wahrscheinlich. Also sollten wir schnell fangen, bevor es das machen kann. Können wir aber leider nicht. Ich komme damit durch und killt mich jetzt. Ja. Nee, was? Warum hat das so wenig Damage gemacht? Krass. Achso, Himmelsfeger ist keine Feuerattacke. Das ist eine Flugattacke. Ah. Okay, das macht schon mehr Sinn, warum ich das überlebt habe, aber trotzdem verwundert mich das ein bisschen. Na egal. Ob man jetzt die Vögel cooler findet oder die drei Hunde bzw. Raubkatzen, ist eigene Entscheidung. Nur sollte man das vorher wissen, bevor man sich Diamant oder Perl kauft. Wenn einem die Legis am Ende wichtig sind hier. Du. Ja, das ist jetzt natürlich mies. Komm, bleib drin. Bleib drin endlich. Los. Also irgendwie hat sich sonst in meinem Spiel sehr viel Glück mit den Legis fangen. Aber hier in dem Park nicht unbedingt. Hier ist es total nervig. Oh Mann, ich muss so viele Legis fangen. Ich weiß nicht, was nerviger ist. Die ganzen Steine ausgraben für die Legis. Ups. Ganzen Steine ausgraben für die Legis oder die Legis fangen. Also Steine ausgraben ist dauert sehr lange. Ist auch nervig. Aber ich glaube, hier kriegst du alles auf einmal wieder zurück. Die ganze Nerv. Sehr nervig. So, Tricky, du bist ein Tank. Du bist Lavados. Also bleib einfach stehen, mach nichts, halt einfach durch. Ich werf die ganze Zeit Bälle, ja? Irgendwann wird's funktionieren. Bestimmt. Irgendwann werden wir schon gefangen haben. Das muss einfach so sein. Es ist halt einfach so lame. Ich will einfach nicht drin bleiben. Übrigens, manchmal, wenn es diese Himmelsfeger-Attacke einsetzt, sieht es ganz cool so aus wie das Shiny. Ich kann es ja nicht mehr schwächen. Das Einzige, was ich machen kann, ist es verwirren. Aber wenn ich es verwirre, dann schlägt es sich am Ende selbst und ist dann down. Und warum macht das so verdammt viel Damage? Hör auf! Laura, das soll auch so krass zu sein. Bleib im Ball! Das hört nicht auf mich. Es zeigt mir den Mittelfinger. Eieiei. Oh nee. Das hat nicht mein Finger. Das ist ja das Schlimmste dran. Ja, ich bin fast down, ne? Ich hab nicht mehr viel. Ja, keine Ahnung, ey. Trauma hier? Weiß nicht, ob du lange überleben kannst, aber ich hab nichts mehr. Die Legis sind ja alle auf Level 70. Und ich mit 10 Level drüber hab schon Probleme. Also ich muss wirklich leveln. Ich muss wirklich viel leveln. Wenn ich die Liga nochmal rematchen will, dann brauche ich mindestens Level 90, glaube ich. Um eine Chance zu haben. Ey, jetzt bleib doch mal drin, du blödes Vogelfiech. Mein Gott, ey. Dieses Lava, das geht mir auf den Sack. Überball. Komm schon. Ich habe keinen Bock mehr. Ja. Na. Das hätte einmal wackeln müssen. Dann wäre es drin gewesen. Ja, auch nicht gut, oder? Fast. Noch nicht ganz. Okay. Cool. Ich glaube, am Ende muss ich noch mehr Hyperbälle kaufen, weil dieses Lava das alles frisst. Ah, klar. Was soll ich machen? Ganz ehrlich, was soll ich machen? Das ist einfach nur Bälle werfen, überleben, Bälle werfen, überleben. Also ich muss gleich meine ganzen Beleber verschwenden, weil ich gleich down gehe. Auch wenn es gerade zum Glück nicht trifft die ganze Zeit.
Aber wie werden dann die anderen beiden? Oh nee. Wie werden dann Arctos und Zapdos? Oh nee. Gar keine Lust. Am Ende werden die noch schlimmer. Vielleicht die sogar down bei einem Legi. Also es sieht gerade gut danach aus, dass ich down gehen werde gleich. Ja. Bleib einfach drin, bitte. Überlegst du nochmal, ja? Da ist es richtig bequem. Du hast deine eigene Suit. Du kannst da Feuer speien, wie viel du willst. Plus in der Box siehst du deine Kumpels. Gleich, also die fange ich gleich nach dir. Kannst du einen Arctos und Zapdos sehen. Mit denen kannst du dann rumchillen. Dein Ding machen. Vielleicht fliegen wir mal sogar nach Gala. Kannst dich da verwandeln. Das hat keinen Bock. Das hat einfach keinen Bock. Es will einfach nicht. Ich habe das Gefühl, gleich gehen die AP leer, bevor der Kampf beendet wird. Also von Lavados, die AP. Es hat sich unentschieden! Es bleibt drin! Ja! Alter, Lavados ist bisher das nervigste Legi in diesem Spiel gewesen für mich. Oh, Junge! Das war echt schwierig. Ein legendäres Vogel-Pokémon! Es heißt, der Frühling breche an, wenn sich Lavados zeigt. Alles klar. Coole Pose. Das ist eine wirklich coole Pose hier. Okay, ich hole kurz die anderen beiden Steine und dann let's go. So, weiter geht's. Die nächste Kanto-Platte rein. So, wer kommt als erstes? Arctos oder Zapdos? Es ist Zapdos. Zap! Und jetzt werde ich nicht vergessen, den Flottball zu werfen. Diesmal habe ich dran gedacht. Oh yeah. Welchen der drei Vögel oder welcher der drei Regis findet ihr eigentlich am coolsten? Also ich wechsle da eigentlich meine Meinung immer bei den Vögeln. Aber bei den Regis würde ich glaube ich sagen Regirock oder Registeel oder Regis. Nein, keine Ahnung. Ich glaube bei den Regis wechsle ich auch immer. Doch, jetzt wo ich gerade überlege, wechsle ich auch immer bei den Regis. Ja, ich finde es schwierig. Oh, das war nicht so effektiv. Oder was war das? Ah nee, das war von Zapdos. Ich dachte mir gerade so, hä? Oh Donner, muss aufpassen. Ja, bei den Regis weiß ich es auch nie. Sonst hätte ich euch jetzt gerne gesagt. Ja, bei den Vögeln weiß ich auch nie. Aber die Vögel haben ja eine Gala-Version. Wie ich ja vorhin erwähnt. Knapp. Und bei den Gala-Vögeln finde ich auf jeden Fall Zapdos am coolsten. Strong Leg Pokémon. Und hier weiß ich nicht. Ich würde sogar sagen, dass ich von diesen normalen Vögeln Arctos am meisten mag. Ja. Bei den Regis ist das schwer. Weil ich dann die ganze Zeit diese Shinies denken muss. Und die Shiny-Versionen sehen halt viel cooler aus. Bei zwei von denen. Also schwierig zu sagen. Ja, und jetzt machen wir das Ganze gleich. Das Ganze nochmal, was wir gerade bei Lavados gemacht haben. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich hoffe, ihr habt für die nächsten Folgen ein bisschen Snacks, Popcorn oder Chips. Und eure Mountain Dews und Doritos dabei. Das wird nämlich schon ein wenig dauern. Bis wir es gefangen haben. Oder allgemein, bis wir alle Legis gefangen haben. Denn das ist wirklich noch das Einzige, was wir hier machen müssen. In diesem Park gibt es nur Legis. Hier gibt es nicht irgendwelche Trainer zum Besiegen oder so. Wir müssen nur die ganzen Legis fangen. Und Zapdos ist auf jeden Fall schon mal drin. Nice. Ich weiß nicht, ob wir Arctos noch in der Folge schaffen. Wenn nicht, packe ich Arctos in die nächste Folge. Ansonsten machen wir ja Arctos jetzt auch noch hier in dieser Folge rein. Ein legendäres Vogel-Pokémon. Es soll in Gewitterwolken leben und herrscht frei über Blitz und Donner. Krass. Die schreit mich die ganze Zeit an. Hilfe. Hör auf mich anzuschreien. Zu viel. Es ist laut. So, das Vogel-Pokémon, ey. Hat auch eine coole Pose. So, und nun die letzte Kanto-Platte. Habt ihr schon mal voreingekauft? Jetzt kommt Arctos.